Ach, es ist schade. So, ich nehme mal gerade hier schnell die Quest an. So, das ist die tägliche Quest für die vierte Stufe hier vom Refugium. Und jetzt soll ich mit Latvulon reden. Das ist das Ende der letzten Quest, denke ich mir mal. Nicht das... nicht Latvulon, Nafala. So ist er. Ich hoffe nicht, dass der jetzt noch 15 Aufgaben für mich hat. Und Marfon ist da. Marfon 1, 2, 3 ist da. Das ist ja schon schön. Und, Osgiliath sagt sogar, ich mache das echt gut. Das gefällt mir super. Das ist ja mal ein nettes Lob. Dankeschön. Lupina ist da. Hatte ich schon ein Hallo gesagt, Lupina? Hallo auf jeden Fall erstmal. Mann, seid ihr viele. Ha, jetzt sind, glaube ich, zwei neue reingekommen. Dafür sind zwei wieder gegangen. Ich glaube, wir knacken die 11-12 nicht für die Verlosung von dem Krabbenpad. Aber mal gucken. Wir haben ja noch Zeit. Vielleicht kommen ja noch ein paar rein. So, Nafala, jetzt mach die Quest fertig. Maskenträger, ich sehe mich in meinem Zuhause um und entdecke reges Treiben. Die Schergen des Bärtigen. Sie huschen umher wie die Ameisen über den Mondzucker. Das ärgert mich. Aha, was ist ganz am Ende auf Drachenholm geschehen, Nafala? Der lebt also noch, aber was ist mit Abnortan jetzt? Der Kampfmagier wollte die Energie in den Äonensteinen bändigen, damit die Entfesselung der Magie sich nur auf die zerfallende Insel auswirken kann. Ich habe ihm geholfen, dieses Ziel zu erreichen, ehe ich hierher zurückkehrte. Aha, und Abnortan, ist er auch der Zerstörung der Insel entkommen? Ich weiß es nicht. Der Kampfmagier war schwach und erschöpft, doch er weigerte sich aufzugeben. Er wollte euch retten und dieses Land. Ich verlieh ihm genug von meiner Macht, um diese Aufgabe zu bewältigen. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem er geholfen hatte, Karl Grontit aufzuhalten. Ja, und was hat Karl Grontit wirklich zu erreichen versucht? Ich kann euch nur sagen, was Karl Grontit geglaubt hat. Er glaubte, dass er mit genügend Macht als neuer Mond in den Himmel hätte aufsteigen können. Als neuer Gott, der Akatosh herausfordern kann. Ob dies der Wahrheit entsprach oder nicht, er musste aufgehalten werden. Was mich angeht, wird es Zeit, weiterzuziehen. Okay, seid ihr froh, dass Karl Grontit tot ist? Froh? Dass eine so prächtige Kreatur wie Karl Grontit ausgelöscht werden musste? Nein, Maskenträger. Ich bin enttäuscht, dass es so weit kommen musste. Dass Karl Grontit uns zum Eingreifen gezwungen hat. Er war gefährlich. Also beendeten wir die Gefahr. Und nun muss ich aufbrechen. Wo wollt ihr hin, Nafala? Wohin auch immer meine Flügel mich tragen, Maskenträger. Ich muss den richtigen Augenblick abwarten, wenn mein Eingreifen das nächste Mal gebraucht wird. Es tut gut zu sehen, dass wir zusammenarbeiten können, Sterblicher. Ich werde mich daran erinnern. Und nun lebt wohl. Ja, mach's gut, bis in den Himmelsrand. Skyrim, lebt wohl, Nafala. Vielleicht treffen wir uns wieder, Maskenträger. Die Welt ist eher klein und keine Sorge wegen der Maske. Wie ich wird sie einfach abwarten, bis sie wieder gebraucht wird. Sagt es der Drachengarde. Sie hat meinen Respekt. Und weg ist er. Auf Wiedersehen. Ja, und Saishan ist wieder da. Ein netter Drache weniger. Wir sind 12 Leute. Also es ist der 10.1. Voilà. Ist er weg? Ja, er ist weg. Wir sprechen jetzt gleich auch mit dir. Es ist der 10.1., wenn ihr am 10.1. hier eingeschaltet habt.
und nicht in der Aufnahme gerade guckt, irgendwie Tage später, dann könnt ihr jetzt in den Chat reinschreiben. Und zwar Schlammkrabbe. Also plus Schlammkrabbe, der ein Schlammkrabben-Pad gewinnen möchte für den PC oder Mac. Gilt nicht für die Konsole, gilt nicht für irgendwie Switch oder irgendwie sowas. Dieses Pad, wenn ihr das noch nicht habt im Spiel und einen PC-Account oder einen Mac-Account habt, dann könnt ihr einen Schlammkrabben-Code gewinnen. Das heißt, alle, die den gewinnen möchten, tippen rein plus Schlammkrabbe. Und genau, die kriegen dann eine Zahl von mir. Und am Ende wird gelost. Die Zahl, die ich ziehe, kriegt die Krabbe. Aber nur am 10.01.2020, wenn ihr die Aufnahme wann anders mal seht, gilt dieses Gewinnspiel nicht mehr. Und ihr kennt das ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und so weiter und so fort. Also, ich mache nicht viele Gewinnspiele. Genau, aber ihr könnt auf jeden Fall ein PC-Pad gewinnen. So, sage ich gleich nochmal. Und die Elfinella hat die 1. Die schreibe ich jetzt mal sofort auf, bevor wir die Quest hier weitermachen. Also ihr seht, das ist jetzt hier richtig ganz live. Elfinella. Ich tippe das gerade in Google Docs ein, dass man es theoretisch nachher auch nochmal nachvollziehen kann. Elfinella hat die 1. Und wir haben noch einen Teilnehmer, der es dann richtig geschrieben hat. Nämlich der VRain63. Ja, also VRain063 hat die Nummer 2 und der Osgiliad666 hat die Nummer 3. Alles drei sind Twitch-Zuschauer, das muss man ja wissen, um die nachher zu kontaktieren. So, ich schreibe das gerade alles, ihr seht, ich habe da kein Moderatorprogramm für, ich mache das nicht so oft, das Verlosen von einem Pet in-game. Aber ihr könnt dann einen Code gewinnen. So, und der Marfon und der Harpes spielt auch noch mit. Okay, dann der Harpes ist von YouTube und der hat die 4. So. Ich tippe gerade mir hier die Finger wund. Ein Glück gucken nicht mehr als 13 Leute zu. Wenn jetzt mehr zugucken würden, hätte ich ganz schön Probleme. Und der Marfon 123, der hat die Nummer 5. Also, jeder von euch hat jetzt 20% Chance, ein Pet zu gewinnen. Also echt noch gute Chancen für euch, die jetzt gerade sich eingetragen haben. Bei YouTube müssen wir mal gucken, wie wir uns dann kontaktieren. Am besten gebt ihr mir dann nachher euren Ingame-Spielenamen oder so. Oder bei Twitch kann man sich direkt Nachrichten schicken. Bei YouTube ist das irgendwie total ätzend. Das geht nicht so richtig. Oder ich habe die Funktion nicht mehr gefunden. Also ja, müssen wir mal gucken, wie wir uns bei YouTube dann nachher auseinandersetzen. Ansonsten im Spiel einfach mich dann anschreiben, Garion13, und dann kriegt er dann das Pad. Aber das machen wir nachher, wenn ich dann die Verlosung starte. Haha, da gibt es nämlich eine Seite, die heißt random.org oder so, und die macht random Nummern. Ich versuche die dann gleich einzuspielen, dass ihr die auch seht, die Seite. Und dann seht ihr live, welche Nummer da gezogen wird, randommäßig. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich gehe mal gerade drauf, ob es die noch gibt. Ich hoffe, da läuft jetzt nicht wieder so eine doofe Werbung irgendwie, die sofort den Sound hier überspielt. Ne, die gibt es noch. Random.org. Wunderbar. Dann machen wir euch gleich eure Nummer. Gleich machen wir da die Verlosung. Und jetzt machen wir aber noch die Quest hier zu Ende. Also bis jetzt 5 Teilnehmer für die Schlammkrabbe. Ich habe die Schwingen gehört. Nafala hat uns verlassen. Das ist wahrscheinlich alles in allem das Beste so. Wart ihr in der Lage, ihn dazu zu bringen, euch zu erzählen, was auf Drachenholm geschehen ist, bevor die Insel völlig auseinanderbrach? Er half Tan, die Explosion einzudämmen. Sie haben Tamriel gerettet, doch er wusste nicht, welches Schicksal Tan ereilt hat. Tan ist ein zäher alter Ziegenbock. Wenn man das irgendwie überleben konnte, dann hat er es geschafft. Ich glaube nur, diesmal gab es kein Entkommen. Oh, ich hätte es fast vergessen. Königin Kamira hat nach uns verlangt. Sie will uns sehen. Uns alle. In Senschal. Oh, ich glaube, da geht's gleich zu Ende in Senschal. Das Schöne ist, in Senschal kann ich auch den Teppich dann hinhängen. Hat Kamira sonst noch etwas gesagt? Sie hat sich eher kryptisch ausgedrückt. Aber ich glaube, sie möchte eine Feier abhalten. Zu Ehren der Drachengarde und unserer Erfolge. Doch vorher will sie noch mit euch sprechen. Ihr findet sie im Palast von Senschal. Ich werde Kamira in Senschal aufsuchen. Königin Kamira hat mich beeindruckt, mein Freund. Nicht jeder Herrscher bringt sich zum Wohl seines Volkes bereitwillig in Gefahr. Tamriel könnte ein ganzes Dutzend wie sie gebrauchen.
Chimera hat die gesamte Drachengarde nach Zenschal eingeladen? Das hat sie getan. Wir folgen ihrem Ruf in Kürze. Um einen guten Eindruck zu machen, muss die Drachengarde darauf vorbereitet sein. Ich werde Saji und Casca erklären, welchen Protokollen sie folgen und welche Sittenregeln sie einhalten müssen. Hoffentlich bleibt etwas von dem hängen, was ich ihnen erzähle. Mal gucken, ob die sich wie die Drachengarde verhalten. Die Sittenregeln. So, und ich versuche mich dann auch mal umzuziehen. Dann werde ich auch mal gucken, ob ich mich hier so ein bisschen mehr nach Drachengarde stylen kann. Ich glaube, da habe ich noch so ein Kostüm, was in die Richtung geht. So ein bisschen. Nö, das ist nichts. Auf jeden Fall ziehen wir mal die komische Maske aus. Die finde ich jetzt nicht so cool gerade. So. Aber so richtig als Raiden rumlaufen wollte ich gerade auch nicht. Hat man nicht irgendwie so ein Drachengarde-Kostüm bekommen als Sammlung? So. Jawohl. Machen wir es wie Saji und laufen wie er rum. So, jetzt bin ich wirklich von der Drachengarde hier. Fackelträger, wunderbar. Genau. Und wir machen die Verlosung um 23.30 Uhr. Also in 14 Minuten. Die nicht mehr da sind dann von den Teilnehmern. Und wenn ihr gewinnt, lest unter dem Video nachher, wenn es veröffentlicht ist, wer gewonnen hat. Ihr könnt dann kommentieren, darauf antworten, mich im Spiel dann anschreiben, wenn ihr dann nicht mehr da seid. Wenn ihr dann noch da seid, alles gut. Dann kann ich euch einen Code auch schnell relativ zügig schicken. Wenn ihr nicht mehr da seid, müssen wir das dann per Kommentare unter YouTube klären oder unter Twitch. Kriegen wir schon irgendwie hin. 5 Teilnehmer für alle, die jetzt eingeschaltet haben, plus Schlammkrabbe, wenn ihr eine Schlammkrabbe gewinnen wollt für PC oder Mac. So, jetzt geht es nach Zenschal. Gleich haben wir die Storyline durch. Nicht mehr lange. Ich habe noch ein paar von den Codes hier rumliegen, also bleibt dran, immer die Glocke drücken bei mir, ne? Abonnieren, subscriben, followen und was ihr alles so habt an Knöpfen, die ihr bei mir drücken könnt. Genau. Es kann jederzeit sein, dass ich nochmal so ein nochmal so eine Krabbe verschenke. Ich habe sogar noch irgendeinen Code von Elder Scrolls Legions von dem Kartenspiel. Was ist das für ein Ding? Kostenlose Spiele und 2 Bonus-Kartenpakete sichern, okay. Ja gut, aber erstmal bleiben wir bei der Schlammkrabbe. So, und genau, jetzt müssen wir ins Gebäude. Wir gehen in den Palast. Meint ihr, die Chimera ist jetzt sofort hier Königin und darf den Palast ja auch einnehmen? Ich bin mal gespannt. Und Fissherz 007 spielt auch mit von Twitch. Das ist doch schön. Ein 6. Teilnehmer. Langsam werden die prozentualen Chancen für die Leute etwas weniger. Erstmal hallo, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und du kriegst die Nummer 6. Das ist deine Gewinnzahl. Vielleicht wirst du ja gewinnen. Man weiß es noch nicht. Aber in, ja, 12 Minütchen oder so wissen wir mehr. So, weiter geht's. Genau, followen muss man auf jeden Fall mal drauf drücken, ne? Sonst gilt's gar nicht, ist ja klar. Habe ich zwar vorher nicht gesagt, aber wäre doch nett. So, und der Marfon fragt, ist es die rotbraune Schlammkrabbe? Ich guck nochmal nach. So, und zwar hier, das ist die rotbraune Schlammkrabbe. Das ist der Code von der Veranstaltung oder dem Kauf vom Mudcrab Plush Pad. Es ist aber dann bei mir halt die Veranstaltung gewesen. Da war ich nämlich auf der Rollenspielmesse in Köln, die es mittlerweile auch schon nicht mehr gibt. Da war Bethesda immer da mit dem Kai Schober. Das ist der Community Manager, ein super korrekter Kerl. Aber leider habe ich den Kontakt jetzt auch langsam verloren, weil ich einfach zu wenig streame. Ich müsste auch echt mal wieder ins ESO-Stream-Team. Ah, ich bräuchte mehr Real-Life-Zeit. Ich könnte so meinen Kanal pushen hier, aber nein. Genau, und dann gibt es dann diese Rufus Mudcrab heißt das Ding, aber auf Deutsch heißt es wohl rotbraune Schlammkrabbe. Ui, und da haben wir doch wieder den Follower hier, den Osgiliad666. Sehr schön, hat er sogar gehört, darum darf er auch mitspielen. Und der Visuals TV möchte auch mitspielen. Er sagt auch Hallo. Und da ist wieder ein YouTube-Zuschauer. Visual.
Moment, da muss ich jetzt erstmal auf die Reihe kriegen. Das ist ja Englisch, ne? Da habe ich es ja nicht so mit. Aus Gölsch. Visuals TV. Und du kriegst die Nummer Visuals TV. Die Nummer 7 hast du. 7 ist meine Lieblingszahl, aber ob die dann auch gewinnt, ist natürlich so eine andere Frage. Auf jeden Fall, 7 Teilnehmer ist schon mal cool. Immer noch mehr als 10% Chance, dass er eine Schlammkappe kriegt. Ne, ist ja auch nicht schlecht. Also läuft zurzeit. So, und jetzt wollen wir mal die Quest hier beenden. Ich laber mir hier den Mund fusselig, sagt man in Köln. Und da kommt der nächste Follower. Jawohl, auch Fischherz war so nett und hat auf Follow gedrückt. Dann passt das doch mit der Verlosung. Oder ne, bei YouTube auf Subscribe oder Abonnieren drücken, ist ja klar. Genau, und jetzt machen wir mal die Quest hier zu Ende, sonst kommen wir bis 1.30 Uhr nicht durch. Wie können wir euch beschützen, Königin, wenn ihr uns immer wieder zurücklasst? Ich bin doch kein zerbrechliches Kätzchen, Samarak. Meine Pflichten haben stets Vorrang. So, und der Mar von 123, der tritt zurück. Der hat die Krabbe nämlich schon gewonnen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, jetzt ist die Nummer 5 wieder frei. Mal gucken, wer sich jetzt noch einträgt. Ansonsten bleibt die 5 halt raus. Kann natürlich auch passieren. Danke, Marfon, für die Ehrlichkeit. Mit 2 Codes kann man nichts anfangen. Dann hat man einen Code und, ja, hat einen Code halt. Je nachdem. Bringt einem nicht viel, außer man hat einen Freund. Könnte man natürlich auch weitergeben. Aber netter wäre es, wenn ihr nicht zweimal versucht zu gewinnen. Okay, Kamira. Jetzt aber. Hier sind sie alle. Ah, 5 Kralle. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch, während ich mich um meine königlichen Beschützer kümmere. Okay, ich will aber erstmal mit Catwell sprechen. Wenn der wieder dabei ist, ist es auch am coolsten. Was für ein erstaunlicher Zufall, euch hier so zu treffen. Wie geht es meinem hochgeschätzten Freund? Ich habe euch nicht mehr gesehen, seit wir eine Krone auf das Haupt der schönen Katzendame Kamira setzten. Wo wir gerade von Kronen sprechen, habt ihr zufällig gesehen, wo ich meinen Hut hingelegt habe? Nicht wirklich. Catwell, mit euch hätte ich hier nicht gerechnet. Ich finde mich auch nur selten dort wieder, wo ich zu sein erwartet hätte. Eines der großen Mysterien des Lebens, möchte ich fast sagen. Meine Portale bringen mich meist dorthin, wo ich gebraucht werde. Ob ich das nun gleich erkenne oder nicht. Recht praktisch, wenn auch gelegentlich etwas verstörend. Jo, was habt ihr so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Vor allem Letzteres, nicht so sehr Ersteres. Ich habe ein paar Aufgaben für Königin Kamira erledigt, ab nur Tan besucht, sogar einen oder zwei Drachen ausgeschaltet, die kleineren. Nichts allzu Beeindruckendes. Und was ist mit dem Haus, das ihr in Kalthafen bauen wolltet? Wie nett, dass ihr euch daran erinnert. Die Skampen arbeiten Tag und Nacht, um es fertigzustellen. Bald wird es der perfekte Rückzugsort, wo man nach all den Questen und dem Draufgängertum mal zur Ruhe kommt. Ihr müsst mich besuchen, wenn ihr das nächste Mal die Ebenen im Reich des Vergessens bereist. Na klar, Catwell geben immer besuchen. Mir fehlt so ein bisschen Fürstin Laurent und der Stibbons. Da habe ich jetzt echt in Elsweyr und in Dragonhold keine Quest für gefunden. Wenn ihr da eine Quest gefunden habt von den beiden, dann schreibt's in den Chat, da wäre ich euch sehr dankbar für. Aber ich habe das Gefühl, Elsweyr Drachensaison, nichts mit Stibbons und nichts mit Fürstin Laurent. Und die sind immer so lustig. Oder die sind in so einer Ecke, dass ich sie einfach nicht finden konnte, weil die so abseits sind. In vielen Gebieten sind die gewesen, aber jetzt vermisse ich sie seit einem Jahr, ehrlich gesagt. So, jetzt aber endlich hier mal durchkommen. Ah, 5 Kralle. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch, während ich mich um meine königlichen Beschützer kümmere. Was soll ich tun? Ihr müsst mich bei dem kaiserlichen General Renmus vertreten. Er kennt mein Ziel, die Konföderation von Elsweyr neu zu gründen und eine China mit Pelitine wieder zu vereinen. Angesichts ihrer Dienste will ich den Schilden von Senschal einen Platz in diesem wiederhergestellten Königreich anbieten. Und ihr wollt, dass ich dem General dieses Angebot unterbreite?
Unbedingt. Es gibt niemand anderen, dem ich eine derart heikle Verhandlung anvertrauen würde. General Remus weiß schon, dass so ein Angebot im Raum steht. Ich möchte, dass ihr ihm dieses Angebot offiziell unterbreitet und herausfindet, was er denkt. Ja, ich bin mal gespannt. Er ist der Chef hier. Ob der seinen Posten abgeben will als Chef? Dann wäre ja eine Königin über ihm. Wo ist denn der General Remus? Die hier kommen alle aus nördlichen L2er. Wir haben auch gehört, dass die Drachengarde zurückgekehrt ist und von Sizer Hahn selbst angeführt wird. Ich frage mich, ob die Freischärler gut genug für die Garde wären. Seit wir uns auf Königin Chimeras Bedingungen einließen, sind wir schon gegen den ein oder anderen Drachen in die Schlacht gezogen. Arbeitet ihr und die Cygnus Freischärler noch immer für Chimera? Wir haben noch viel zu tun, bis der durch Euraxia angerichtete Schaden behoben ist. Und die Königin ist sehr großzügig, was die Entlohnung angeht. Als Samarak ein paar Truppen brauchte, um die königlichen Aufpasser aufzustocken, meldete ich mich freiwillig dafür, ihn mit den Freischärlern zu begleiten. Wurdet ihr auf eurem Weg hierher in Gefechte verwickelt? Oh, in nichts, was mit dem zu vergleichen wäre, womit wir es in nördlichen L2er zu tun hatten. Andererseits mussten wir auch nicht auf schwebenden Inseln gegen Drachen kämpfen. Ja, wir haben alles darüber gehört. Klingt erheiternd. Sobald sich alles wieder etwas beruhigt hat, muss ich unbedingt eure Fassung dieser Geschichte hören. Jo, das gucken wir uns gleich da mal an. Aber jetzt müssen wir noch den General finden. Der war ja hier hinten irgendwo. Das Gute ist, hier die Schränke leer zu räumen. Da gibt es immer interessante Sachen drin. Außer, es ist nichts drin. Hä? Leer? Einfach mal sofort leer? Nee, ist klar. Ah, okay, da war nichts drin. Gut, es sind nicht immer interessante Sachen drin. Wie soll ich denn überhaupt etwas schaffen bei diesen ständigen Störungen? Ja, sorry. Ah, ihr seid es. So wie ich das gehört habe, müssen wir euch dafür danken, dass der Drache aufgehalten und die schwebende Insel beseitigt wurde, ja? Hab Dank. Doch was führt euch gerade jetzt in mein Arbeitszimmer? Königin Chimera hat mich entsandt, den Schilden eine Position in der wieder eingesetzten Konföderation von L2er anzubieten. Föderation der Sterne war bei Star Trek. Konföderation von L2er war hier. Was ist der Unterschied zwischen Föderation und Konföderation? Wikipedia wird gleich gefragt. Also, Anakina will Palpatine zur Rettung kommen? Wir haben uns ganz gut allein geschlagen, nur damit ihr es wisst. Ach, wem mache ich da etwas vor? Die Schilde haben nur durch Glück und Hartnäckigkeit durchgehalten. Und dann kamen die Drachen. Königin Chimera will nur helfen. Meine Soldaten und ich haben dem Kaiserreich einen Eid geschworen. Wenn wir diesen Eid verraten und der Königin von Kremten dienen, was sagt das über unsere Ergebenheit und Treue? Ich bin wohl zwischen Stolz und Ehre hin und her gerissen. Was denkt ihr, Drachengardist? Nein, was denkt ihr, Zuschauer? Jetzt dürft ihr nochmal mit abstimmen, eben schon für die Schlammkrabbe. Wer neu dazugekommen ist, kann immer noch plus Schlammkrabbe eingeben, für PC oder Mac eine Schlammkrabbe zu gewinnen, wenn er sie noch nicht hat. Und jetzt dürft ihr euch entscheiden, sollen die das Angebot der Königin annehmen? Sinchal braucht die Schilde und die Schilde brauchen Unterstützung. Oder wollt ihr, dass die nicht annehmen? Ihr habt eure Pflicht getan, ihr könnt hoch erhobenen Hauptes nach Cyrodiil zurückkehren. Was sollen die? Hier bleiben? Es ist eine rote Entscheidung, das ist also wirklich eine weitgehende Entscheidung. Das heißt, diese NPCs werden entweder nicht mehr hier sein oder anders reagieren. Sie werden vielleicht auch demnächst öfter hier zu sehen sein in Zenshal. Also das ist eine wichtige Entscheidung jetzt. Was meint ihr? Kriegt Königin Chimera hier die Generäle, die Schilde mit als Hilfe, um L2er weiter zu gründen oder nicht? Sagt ja oder nein. Also annehmen oder nicht annehmen, das ist jetzt die Frage. Ihr habt jetzt so circa 30 Sekunden bis eine Minute. Wenn ihr nicht entscheidet, entscheide ich. Und wenn es Gleichstand ist, dann gilt meine Stimme als meistes, als meistbietend sozusagen. Mal gucken, was ihr so sagt, was ihr gerne haben würdet.
Die Kaiserlichen selbstständig bleiben und nach Cyrodiil gehen? Da ist ja PvP. Man weiß es nicht. Oder werden sie der Königin bleiben? Bei der Königin bleiben. 23.30 Uhr, gleich wird verlost. Aber das müssen wir jetzt noch zu Ende machen hier. Und Osgiliath wird annehmen. Elfinella wird annehmen. Harpas würde A. Wird auch A nehmen, also hier annehmen. Und Marianne Becker wird auch annehmen. Keiner sagt, sie haben genug Pflicht getan und sollen nach Cyrodiil zurück. Ich glaube, das ist dann so die Antwort, die die meisten nehmen, dass sie das annehmen sollen. Und ja, annehmen, scheiß auf den Eid, sagt Marfon. Darum ist er ausgeblendet worden. Böses Wort. Ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind mit Bad Words bei YouTube. Darum gab es sofort einen Bann dafür. Nee, wie nennt sich das? Ein Ausgeblendet dafür. Aber ich glaube, es ist jetzt auch wieder eingeblendet worden. Genau. ich kann das schnell moderieren, von daher kein Problem. Ja, dann haben alle gesagt, annehmen. Dann bleiben die Schilde von Senschal wohl hier. Ihr merkt da etwas Wichtiges an. Das Kaiserreich existiert nicht mehr, aber Senschal braucht uns immer noch. Es wäre ehrlos, uns von diesem Dienst abzuwenden. Wohlan denn. Für Senschal und sein Volk werden wir Königin Kamiras Angebot annehmen. Viel Glück, General Renmus. Vater, entschuldigt die Unterbrechung, aber die Zeremonie beginnt gleich. Perfekt. Und Aelia, ich habe Königin Kamiras Angebot angenommen. Wir werden helfen, die Konföderation von Elsweyr wieder aufzubauen. Das sind hervorragende Neuigkeiten, Vater. Senschal braucht die Schilde und die Schilde brauchen die Unterstützung eines Monarchen. Nun kommt mit, wir müssen euch alle zu dieser Zeremonie bringen. Wie ihr wünscht, Vater. Das ist doch mal cool. Eine Königin, eine Wache sofort, das ist doch mal was. Da habt ihr gut mit entschieden. Aber das Lustige ist, wer...